Der Budokai Schwerin e.V. richtete am 4. Mai die 21. ostdeutschen JKA-Karatemeisterschaften in Schwerin aus. In der Palmberg Arena fand der Wettkampf statt. Das Event steht unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Dr. Rico Badenschier. Das ist ein tolles Aushängeschild für die Stadt. Also zum einen, es kommen hier über 200 Sportlerinnen und Sportler aus 10 Bundesländern hierher zu den ostdeutschen Meisterschaften, die aber ja schon weit über Ostdeutschland hinausstrahlen. Damit die Siegerinnen und Sieger auch etwas mit nach Hause nehmen können, gibt es zahlreiche Pokale. Mit Unterstützung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin konnten diese für die Veranstaltung produziert werden. Das Karate-Turnier ist für Jung und Alt. Es ist eine gute Gelegenheit für Groß und Klein, um sich sportlich und fair zu messen. Außerdem werden freundschaftliche Kontakte geknüpft und mittlerweile auch gepflegt. Der Verein fördert den Breitensport und setzt sich unter dem Motto Sport gegen Gewalt für die Prävention von Jugendkriminalität ein. Gerade Jugendlichen einen Halt zu geben, sich im fairen Wettkampf zu messen und halt nicht irgendwie sinnlos Gewalt auszuüben, um Konflikte zu lösen, sondern einfach vielleicht auch mal Aggression so zu kanalisieren, dass man sich im fairen sportlichen Wettkampf misst, und das klappt in Kampfsportarten natürlich auch hervorragend. Über 200 Sportlerinnen und Sportler nahmen an dem Wettkampf teil. Die ostdeutsche Meisterschaft hat eine Strahlkraft weit über die von Ostdeutschland hinaus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus insgesamt 10 Bundesländern.